Servus, ich bin der Lucky von Salomon und heute geht es darum, wie komme ich in meinen Skischuh rein, auf was muss ich achten und wie schließe ich meinen Skischuh, dass ich einen perfekten Halt im Skischuh habe. Grundsätzlich zum Skischuh reinkommen, erste Regel, natürlich, ich öffne den Skischuh. Ich muss alle Schnallen öffnen. Hier anhand unseres Beispiels Supra Boa muss ich natürlich auch die Boa-Schnalle unten öffnen, plus den Klett oben. Zum Einsteigen in den Skischuh relativ einfach. Ich muss nur die Zunge hier nehmen. Ich habe hier zwei Schnallen. Ich ziehe den Schuh auseinander. Der Schuh öffnet sich sehr, sehr gut. Wenn ich in den Skischuh reinschlüpfe, muss ich natürlich auf Folgendes achten. Dass ich in meinen Socken keine Falten habe und dass ich meine Skiunterwäsche eher über dem Schaft habe wie in dem Schaft. Ansonsten werde ich dort einen Druckstellen haben. Zum Reinkommen hat Salomon eine einfache Technologie bzw. ein einfaches Material verbaut. Und zwar arbeiten wir mit einem 3D Instep. Bedeutet nichts anderes, wie dass wir hier, wo die Schale doch recht eng ist und es sehr schwer in den Schuh reinzukommen ist, haben wir mit einem weicheren Material einfach gearbeitet. Das heißt, hier bei dem weichen Material, wo ich auf hartes Material verzichten kann, konnten wir damit arbeiten, um den Einstieg noch einfacher zu machen. Bin ich dann in meinem Skischuh angekommen und bin zurechtgerückt, fange ich an beim Skischuh schließen immer von unten nach oben und somit bekomme ich den perfekten Halt. Anhand des Beispiels beim Supra wieder, ich schließe als erstes meine Boa-Schnalle unten, drehe diese zu, nehme dann die zweite Schnalle, schließe dann die zweite Schnalle, wandere weiter nach oben, schließe die dritte Schnalle und ganz zum Schluss schließe ich oben meinen Buckel, meinen Klettverschluss und somit bin ich perfekt in meinem Skischuh drin und der Skischuh ist geschlossen.